Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal hier bei HoliLol und willkommen zurück zum Gold Mining Simulator. Heute das Ziel ist es, vielleicht die 1000 Gramm Gold zu bekommen. Dann wollen wir das Gold einschmelzen, verkaufen und dann wollen wir am Ende der Folge schauen, wie viel Geld wir eingenommen haben. Jetzt müssen wir aber erstmal hier wieder unsere Waschanlage an den Start bringen. Wir haben ja letztes Mal hier den Schlauch rausgezogen und zack, und das Schürfgut hier gewaschen auf unserem Waschtisch. Einmal rein. Eben mal gucken, wie viel Sprit da ist. Sprit ist noch 50% knapp. Wasser ist da. Sehr gut. Jetzt muss ich hier nur aufpassen, dass ich hier nicht wieder reinfalle in das Loch. Das wäre ungünstig. Ich nehme meinen Controller wieder zur Hand. Gehe wieder in eine Außenperspektive, weil da fühle ich mich besser, fühle ich mich wohler. Welche Perspektive gehen wir denn? In die, oder? Nee, nein, wir gehen in die Schaufelperspektive. Leute, heute Schaufelperspektive. Wir sehen, wie sich das Schürfgut fühlt. Wir wollen hier noch ein bisschen weiter ausbaggern. Und schauen, habe ich jetzt einen Eimer hingestellt? Ich hoffe, ne? Ja, steht ein Eimer, sehr gut. Okay, wir hoffen auf große Nuggets. Sobald wir die 1000 Gramm voll haben, werden wir nach Haynes fahren und unser Gold zu Barren machen, beziehungsweise erstmal was verkaufen und den Rest zu Barren einschmelzen lassen. So, rein damit. Kein Barren. Und falls ihr mehr sehen wollt hier vom Gold Mining Simulator, würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr auch mal vielleicht einen Kommentar da lasst und wenn ihr auch liked, natürlich. Und zack. Was haben wir denn? Immer noch kein Nugget. Mal gucken, wie tief komme ich rein. Sehr tief, sehr tief. Oh Gott, ich glaube, ich mache meine Waschanlage kaputt. Naja, geht. 10% von Eimer ist drin. Also von der Befüllnismenge. Wir haben noch 90% frei. Oh, schaut mal, wie fluffig das geht. Aber immer noch kein Barren. Kein Barren, kein Nugget. Ah, die Barren, die verfolgen mich. So, jetzt haben wir jetzt mal da ein bisschen was weggenommen. Vielleicht gibt es da ja einen Barren. Habe ich schon wieder gesagt. Nugget. Ich meine Nugget. Nein, gibt auch kein Nugget. Ja, hier nochmal was von der Wand wegnehmen. Ist, glaube ich, nicht ganz voll die Schaufel. Das ist enttäuschend. Wie viel Prozent haben wir? Halb voll nur. Aber auch in der halb vollen Schaufel kann ein schönes Nugget drin sein. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Habt ihr gehört? Ah, das ist so entspannt, ne? Die Musik im Hintergrund dudelt ein bisschen vor sich hin. Man sitzt im Bagger. Ein Träumchen. Immer noch kein Barren. Jetzt kommt ein Barren. Hundertprozentig. Wieder Barren gesagt. Leute, jedes Mal, wenn ich Barren sage, weiß ich nicht. Müsste ich einen Korn trinken. Tue ich aber nicht, weil ich keinen Alkohol trinke. Könnt ihr dann, ihr könnt ja ein Trinkspiel draus machen. Aber nur mit Wasser, bitte, ja? Jedes Mal, wenn ich Barren anstatt Nugget sage, müsst ihr einen Schluck Wasser trinken. Immer noch nichts. 27%. Wieder der nächste. Wieder kein Nugget. Wie viele Schaufeln ich jetzt schon da reingeschaufelt habe, ne? Dieser Boden hier ist nicht sehr nuggetreich.
dann hoffe ich natürlich, dass auch ein bisschen was im Eimer drin ist, dann am Ende. Wieder keiner. Wir nehmen noch mal hier was weg. Oh, eine schöne volle Schaufel. Da ist er. Nugget, 140 Gramm. Mein größtes Nugget. 140 Gramm. Leute. Ey, ich habe endlich die 100 Gramm geknackt. Irre. Der war hier an der Wand, ne? Müssen wir uns merken. 140 Gramm. Wir haben fast die 1000 Gramm. Wird ja irre. Oh, ist das schön. Ihr seht meine Begeisterung. Kann gar nicht größer sein. Jetzt holen wir hier wieder ein Nugget raus. Aber ich schaufel es nicht ganz voll. Aber reicht für ein Nugget, komm. Nee, doch nicht. Da müssen wir noch mal eine Schaufel hier nehmen. Ja, jetzt ist voll, jetzt ist voll. Jetzt gibt es ein Nugget. Passt auf. Gibt doch kein Nugget. Hab mich vertan. Ich meinte in der nächsten Schaufel. Ich meinte, jetzt gibt es ein Nugget. Jetzt mache ich die Schaufel schön voll. Oh ja. Oh ja. Nein, doch kein Nugget. Schade. Aber 70, pass mal auf, ich glaube 70 Gramm ist in dem Eimer dann drin am Ende. Oh, Schaufel ist leer. Okay. Nochmal rein da. Jetzt habe ich was drin. Jetzt habe ich was drin. Schön voll. Gib mir ein Nugget. Ne, kein Nugget. Okay, ich beschleunige mal kurz. Und dann sehen wir uns wieder, entweder beim Nugget oder wenn der Eimer voll ist. Oder wenn irgendwas anderes passiert. Bis gleich. Leute, Nugget, wieder 100 Gramm, 121 Gramm, Leute. Wir haben jetzt 1053 Gramm. Ich mache diesen Eimer noch voll und dann fahren wir nach Haynes. Ich freue mich. Ja, ihr könnt jetzt aber dranbleiben hier. Das sind nur noch ein paar Prozent. Wenn ich hier ein bisschen vernünftig bagger, dann geht das relativ fix, würde ich sagen. Und wenn wir bei 85% sind mit dem Eimer, ist mir das auch Knackwurst. Erstmal machen wir hier jetzt ein bisschen noch ein paar Schäufelchen rein. Ah, ich freue mich. Wir haben die 1000 Gramm geknackt. Ein Kilo Gold haben wir in unserem Besitz. Und wenn wir das verkaufen, kriegen wir bestimmt ein paar Dollars. Wir sind ja hier in Kanada. Oh, nee, nicht in Kanada, in Alaska, Entschuldigung. Alaska gehört ja zu den USA, nicht zu Kanada. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gibt es dazu auch ein kleine lustige Geschichte zu Alaska. Alaska wurde von den USA gekauft, von Russland. Falls ich mich da täusche, gerne in die Kommentare. Von Russland gekauft. Warum geht da meine Schaufel kaputt? Nee. Wurde von Russland verkauft an die USA für einen Dollar. Oder für eine Million Dollar. Eins von beiden. Schreibt mal in die Kommentare. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. War das nur ein Dollar oder war das eine Million Dollar? Oder erzähle ich jetzt hier kompletten Stuss?
Also wer Geschichtskenntnisse und Geografiekenntnisse hat, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich mich vertue, bitte auch vielleicht eine Quelle dazu schreiben, weil das würde ich dann gerne im nächsten Video berichtigen. Wir haben jetzt 91, 92, ein Löffelchen noch, kommt. Dann waschen wir das Gold noch aus. Aber wir müssen uns auch noch einen Magnetitabscheider kaufen. Weil mit dem Magnetit können wir nämlich den Schmied verbessern. Der kann dann bessere Barren machen, reinere Barren, schneller. Komm, ein Löffelchen noch, oder? Na komm, eins machen wir noch rein. Richtig schönes Löffelchen, komm. Das ist wie im Pudding. Wie im Pudding mit deinem Löffel rein. Und dann schön ein Löffel Pudding rausholen. Ich muss mich aber drehen, sonst falle ich wieder ins Loch. So, wir machen den Bagger aus. Oh, der ist auch. Oh Gott, ich muss ihn auch tanken. Okay, ausmachen den Bagger, aussteigen. Wäre ich nämlich da ausgestiegen, wäre ich nämlich. Ja, wäre ich tief gefallen. So, wir machen einmal aus. Nehmen uns diesen Eimer. Hier hinstellen. Wir brauchen Wasser. Ich freue mich mal. Ich habe den Schlauch verloren. Hey. So. Jetzt machen wir den hier ran. Ah, schön. Was denkt ihr, wie viel ist in dem Eimer drin? Wir hatten ja jetzt so große Nuggets. Ich glaube, knapp 300 Gramm haben wir, 260 Gramm an Nuggets gehabt. Und 1053 Gramm. Mal gucken, wie viel drin ist. 43% gefüllt. Wir stellen den Eimer schon wieder hier hin. Dann können wir den nämlich nicht vergessen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Gold war in diesem Eimer. Kommen wir auf 100 Gramm vielleicht? Schwierig. Nee, kommen wir nicht. Nein, kommen wir nicht. Mm-mm. Auf keinen Fall. 70 Gramm vielleicht nur. Ja, 70. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist aber wenig, ne? Das ist wenig, Leute. Ausmachen. So, wir werden jetzt das so machen. Wir fahren jetzt nach Haines, verkaufen ein bisschen Goldstaub, weil wir kein Geld haben, um die Barren schmelzen zu lassen. Wir müssen erstmal irgendwie, weiß ich nicht, 5000 haben und dann den Rest machen wir zu einem Barren. Und dann verkaufen wir den auch. Das ist doch mal eine Idee, oder nicht? Wie viel Sprit hat die Murray hier noch? Komme ich noch nach Haines und zurück? Nach Haines wird ja reichen, da kann ich ja tanken. Ja, ich kann auch eben tanken. Oh nein, ich bin ausgestiegen. Warum? Handbremse wollte ich lösen. Ich tanke noch eben schnell hier bei mir. Bei mir an der Tankstelle. So, da ist nämlich meine Tankstelle. Seht ihr es? Bremsen, 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 bremsen. Ja, da ist der Hahn. Einmal rein. Ah, ist das schön mit einer eigenen Tankstelle, Leute. Jetzt geht's ab nach Haines. Gold verkaufen. Das erste Kilo Gold ist, glaube ich, das Schönste. So, wir sehen uns gleich in Haines wieder. Ich mache hier wieder, ne, ihr wisst, Verschnellerung des Videos. Bis gleich. Okay, wir sind angekommen beim Schmied. Und mal einen Rückwärtsgang rein. Jetzt aussteigen. Jetzt müssen wir leider erstmal, weil wir können nichts einschmelzen. Wir haben keine Kohle. Wir müssen Golderz verkaufen. Ja, verkaufen wir bis 3.500. 200 Gramm müssen wir verkaufen. Reicht nicht auch, wenn wir 124 verkaufen? Ich das ein bisschen 135, ja, verkaufen wir 135. Ja, nein, wir haben nur 600.
Da können wir 178. Was? 178 Gramm können wir schmelzen? Okay. Machen wir. Wir müssen das jetzt nach und nach machen, Leute. Wir müssen das nach und nach machen. Ich schneide, bis der Goldbarren fertig ist. Bis gleich. So, Leute, der erste Goldbarren ist fertig. Da haben wir ihn. Den fahren wir jetzt einmal verkaufen, damit wir das restliche Gold schmelzen können. Den müssen wir aber leider bei der Bank verkaufen. Deswegen müssen wir halt immer hin und her fahren. Aber ich habe das Gefühl, wenn man Goldbarren verkauft, kriegt man mehr Geld. Wobei das Goldbarrenherstellen natürlich auch Erzverlust hat und Gold kostet im weitesten Sinne. So, haben wir 6.000. 6.000 möchte ich gerne verkaufen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. Wir sind wieder flüssig. Jetzt machen wir uns den anderen Barne. Ihr wisst das. Und denkt auch dran. Ab nächster Woche nach der EM wird es wieder Livestreams geben bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Ich freue mich schon wieder drauf. Auch dieses Spiel werde ich dort Livestreamen. Mal so eine Stunde baggern. Da hätte ich schon Bock drauf. Und jetzt machen wir hier erstmal jetzt Gold schmelzen. Wie viel Geld hat das gekostet? Nicht so viel. Es dauert wieder 14 Minuten in-game. Ich schneide wieder, bis gleich. Unser Barren ist fertig. Da ist er. Oh, schaut mal an. 18 Karat. Oh, Träumchen. Was ein großer Barren. Auf ins Auto, auf die Pritsche. Jetzt schmelzen wir den Rest noch. Dauert auch 14 Minuten. Das verstehe ich nicht. Wieso dauert die Hälfte an Gold genauso lange für den Barren wie, also wieso dauern 250 Gramm genauso lange wie 500 Gramm? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Ist auch nicht mein Problem. Ich schneide euer Problem auch nicht, weil ich schneide. Bis gleich. Okay, unser nächster Goldbarren ist fertig. Warum ist das nur 7,7? Heißt das nicht Karat? Das andere war doch 18. 7,7 Karat wäre ja Blödsinn, oder? Das gibt's nicht. Na egal. Wir fahren zur Bank und verticken die Goldbarren. Jawohl. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, weiß ich nicht, komm. 50.000 müssen noch drin sein, oder? Das sind jetzt, weiß ich nicht, 700, 800 Gramm an Gold. Am geschmolten. Ach nee, ich muss ja da zur Bank. Wollte gerade sagen, ich muss doch hier links abbiegen. Schaut mal, wo ich bremse. Ich habe da hinten schon angefangen zu bremsen, damit ich hier vernünftig aussteigen kann. Goldbarren verkaufen. Ich habe keine 50.000. Und 10.000. Wir haben 35.000. 35.000. Kriegen wir denn dafür einen Magnetitabscheider? Das schauen wir eben noch kurz. Der große Bagger kostet 60.000, ne? Nee, das ist blöd. Den großen Bagger können wir noch nicht. Da müssen wir nochmal so viel. Ey, nochmal ein Kilo. Na, egal. Egal. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Wir schauen mal, was denn dieser Magnetitabscheider kostet. Da ist er. 2.800. Warum ist der denn so teuer? Nee, dann will ich ihn nicht. Nee, wir brauchen ja auch noch hier den hier. Das sind 10.000, die ich ausgeben muss, nur für Magnetit. Och man. Wie könnte ich das denn noch ein bisschen effizienter regeln? Schwierig, ne? Gar nicht, oder? Wobei effizienter, wenn ich mir den großen Bagger miete. Aber dann zahle ich, mal eben schauen, wie viel ich zahle für den großen Bagger. Oh, für den bezahle ich locker 1.000, 2.000 am Tag. Das muss ich erstmal verdienen. Der aktuelle Bagger, der ist umsonst, den brauche ich nur tanken. Weil ich ihn schon gekauft habe. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich Sachen verkaufen kann. Wenn ich meinen kleinen Bagger jetzt verkaufen könnte. Der ist teurer geworden, was ist das denn? Der hat doch mal 69 gekostet, oder nicht?
Oder war das hier? Ne, 130. Das Ding? 91. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kostet denn die Miete? Hallo, ich will nur wissen. Erlöst 3000 jeden Tag? Nein, 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 nein. Nein, auf keinen Fall. Nee, möchte ich nicht. Möchte ich auf 0 stellen? So, nee, will ich nicht haben. Will ich nicht haben. Minibagger, Waschanlage. Könnten wir eigentlich zum Lagerplatz transportieren lassen einmal. Würde ich dann dafür Geld wieder bekommen? Nee, aber ich habe nur... nee, ich lasse den erstmal da. Das kostet mich... Ich kann doch nicht immer... Was kostet denn dieses Ding hier? 42.000. Das ist hier der große Stromgenerator. 42.000. Seid ihr irre? Was kostet mich diese große... Dieser große Tank hier? 17.000. Das geht. Den muss ich ja dann auch auf 100.000 voll tanken oder was? Ach Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben unser Gold verkauft. Wir haben ein bisschen Gold gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Und denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Haut rein und ciao, ciao. Und hier die Grüße an meine Kanalmitglieder, an meine lauten Unterstützer. Vielen Dank Phoenix, vielen Dank AKSW, vielen Dank Phil und vielen Dank Tombstone. Vielen Dank für eure Unterstützung.